Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Welch ein Drama. Wir sind so weit gekommen und trotzdem nicht weiter. Unerreichbar, wie so vieles. Ja, ein schöner Wasserfall. Wieso wird er eigentlich nicht angezeigt? Im Ernst, wieso wird er hier mit dem Mauszeiger angezeigt? Ich kann ihn anschauen, ansprechen und so weiter. Unerreichbar, wie so vieles. Aber er wird nicht angezeigt. Unerreichbar, wie so vieles. Na gut, für den Text hat es gereicht. Wo waren wir dran? Genau, wir hatten Spot befreit, wir hatten den Schlüssel genommen, den haben wir auch noch schön im Inventar. Und mit dem Schlüssel sind wir durch die Gegend gefahren. Und haben auch hier die Tür zugemacht. Bist du wohl? Sie ist verschlossen. Ja, und zwar von allen Seiten, das haben wir hingekriegt. Das heißt, ist vielleicht nicht ganz so klug, das zu machen, weil ich erinnere mich, wir haben da noch einen Eimer drin gesehen, den haben wir noch nicht, das heißt, den werden wir wohl nochmal brauchen. Okay, irgendwo ist die Tür jetzt offen. Tür! Mensch, da sag ich was. Tür! Mach mal zu! Hinter den Türen ist doch immer was versteckt, ein Kamin. Und ein Spot. Und ein Gabelding. Hallo, was bist du denn? Was ist das? Eine Art Gabel? Die Askel haben erstaunlich viel Besteck hier rumliegen. Ja, benutzen sie wohl auch gar. Wo ist jetzt? Spot, komm mal da weg. Da ist echt ein Gabelding. Ha! Soweit ich das beurteilen kann, ist es keine Stimmgabel. Und damit kennt er sich aus. Er ist ja ein Clown. Was ist das? Eine Art Gabel? Die Askel haben erstaunlich viel Besteck herumliegen. Ich sollte es vielleicht anfassen. Warum habe ich eine Gabel? Kann ich jetzt essen? Hier, Die Askel haben erstaunlich viel Besteck herumliegen. Nein, in diesem Spiel werden keine Tiere gequält. Mit Ausnahme von Spot natürlich. Ja, die Gabel habe ich etwas spät gefunden. Obwohl, ich habe auch nicht gesehen, dass der Loco irgendwie Besteck benutzen wollte. Er hat die Suppe einfach so getrunken. Ist noch was hinter der Tür? Ich mach's mal ganz kurz. Ich schreibe mal schon mal so rein. Nö, ist nicht. Die Tür zu dem Raum haben wir geöffnet. Also zu dem Raum von Loco, diesem Schlachtplanraum. Sie ist verschlossen. Ja, von der anderen Seite. Na gut. Bin ja flexibel. Ach, die Schnellreisefunktion, die wir hier haben, ist echt gut. So, wir sind drin. Können wir die Gabel nach dem Ding da oben werfen? Nein, ich komme nicht ran. Lass mich kurz überlegen. Oh, Fenster, Eimer und Raum kann gedreht werden. Aha. Aha. Ja, ich glaube, ich werde schlauer. Hoffe ich. So, jetzt müssen wir natürlich ausprobieren, wie oft muss man denn drehen. Ich würde sagen, bei der aktuellen Einstellung zweimal, dass der Raum genau auf die andere Seite schaut. Da unten hin.
Schnell mal durch die Räume hüpfen. Das Fenster ist zu. Dann war das mit zweimal falsch. Mutmaße ich jetzt. Ich drehe es noch einmal weiter. Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach nur mal ausprobieren. Ich will es jetzt wissen. Okay, Fenster ist offen. Und hier ist zu. Das ist gut. Richtige Kombination. Fenster offen, Tür zu. Der Raum ist also irgendwie verdreht. Und jetzt sind wir da und schnappen uns den Eimer. Er sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Wieso nicht? Du bist doch schon auf der richtigen Seite. Schnapp ihn dir. Ich komme nicht ran. Mit dem Schnägel schubsen? Ja, so könnte das klappen. Okay. Ja, herrlich. Komm, Spot, wir müssen wieder zurück. Tür ist zu, bedeutet den Schlägel benutzen. Irgendeine Tür ist offen. Ist mir egal, welche Seite. Ich komme auf jeden Fall dann rein. Sie ist verschlossen. So, ich mag die Schnellreise im Moment. Bin so hibbelig, ich will wissen, was da jetzt mit dem Eimer ist. Okay. Ich habe einen Eimer. Noch ist nicht alles im Eimer. Aber wir arbeiten daran. Noch ist nicht alles im Eimer. Was soll denn in den Eimer rein? Wir haben noch seltsames Wasser in unserem Gefängnis gehabt. Vielleicht brauchen wir dieses seltsame Wasser für irgendwas. Zum Beispiel, um die Tonne voll zu kriegen, die dann schwer genug ist und durch den Boden bricht. Ergibt das Sinn? Ich weiß es noch nicht. Wir probieren es aus. Den behalte ich lieber bei mir. Okay. Können wir noch mehr Heu mitnehmen? Nein, danke. Genug Heu für heute. Okay. Wir haben eine Gabel-Ding und wir haben Eimer. Noch ist nicht alles im Eimer. Ich kann keine Löcher reinmachen, also es kann nicht zum Sieb umfunktioniert werden. Noch ist nicht alles im Eimer. Noch ist nicht alles im Eimer. Aufschließen auch nicht. Noch ist nicht alles im Eimer. Noch ist nicht alles okay. im Eimer. War nur ein Versuch. Warum sagt er, noch ist nicht alles im Eimer und baut da was zusammen? Gabel mit Eimer. Noch ist nicht alles im Eimer. Okay, der Text ist nicht gerade witzig. Hä? Ich bin irritiert. Oh, wir haben ja jetzt einen Eimer und wir wissen, wo ein Seil ist. Können wir das Seil wieder zurückholen? Das wäre super, weil das Seil ja noch angezeigt wird. Nein, das hängt ja schon ganz gut so. Spot, kannst du das Ding zum Kochen bringen? Sieh mal, Spot, die Anzeige steht bei der dritten Markierung. Holzbalken, Seil. Hebel. Kann ich hier irgendwie den Eimer an den Hebel setzen? Ich glaube es nicht. Nein, das ist viel zu weit oben, wie die Ziele, die ich mir gesteckt habe. Oh, wartet mal. Wir können den Spot doch schwer machen. Und wenn wir einen schweren Spot da jetzt reinsetzen... Spot ist zu schwer, um ihn so weit zu werfen. Spot an sich, oder... Spot ist zu schwer, um ihn so weit zu werfen.
Kann ich den Knüppel darauf werfen? Selbst wenn ich das da hochwerfen könnte, das Gewicht würde wohl kaum ausreichen, um den Hebel zu bedienen. Oh, ich habe eine Idee. Wir nehmen Spot in 5 kleinen Häppchen. Und jetzt machen wir ihn schwer. Ja. Okay, Spot kommt wieder mit. Ja, jetzt bin ich wieder ratlos. Das ging schnell. Ach, wir haben die Gabel noch dabei. Ach, die Gabel haben wir nur benutzt, um den Eimer oben einzuhängen. Ah, sehr schlau. Aber der Eimer ist auch noch da. Gut, das heißt, wir wissen, wie wir das Hebelchen ziehen können. Spot reinwerfen, schwer machen, fertig. Und wir brauchen hier nochmal die Anzeige. Wo ist die restliche Anzeige? Also die Rest, das restliche Ventilstück, um die Anzeige auf 4 von 4 zu drehen. Leer. Ja, leer. Schade. Spot? Kann ich dich da mal reinwerfen? Fass, Spot. Nein, du Idiot. Ich meinte doch, sieh nur ein Fass. Warum nur habe ich dich nicht im Zirkus gelassen? Als kleine Häppchen da reinwerfen? Fass, Spot. Nein, du Idiot. Nein. Als Feuer, Spot? Fass, Spot. Nein, du Idiot. Ich meine. Oder als Spot, Spot? Fass, Spot. Denk nach, was könnte noch gemacht werden? Wir können die Gabel anschleifen. Nein, das muss nicht geschliffen werden. Kann ich irgendwie den Schlachtplan doch noch stehlen? Nimm mit. Ich glaube nicht, dass ich die Askil auf diese Weise von ihrem Vorhaben abbringen kann. Aber man kann sie ausbremsen. Kann Spot das Ding anfackeln? Ui, Spot, die Askil planen einen Angriff auf Corona. So tu doch etwas. Kann ich den zum Kerzenhalter werfen? Keine Angst, Spot. Das sind nur Kerzenhalter. Die können uns nichts tun. Die Scheiben? Hey, Spot, hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Hätte mich auch gewundert. Ja, das sind die Rotationsmöglichkeiten für diesen Raum. Das haben wir ja schon rausgefunden und auch ausgiebig genutzt. Karussellfahrt inbegriffen. Mir schwinden die Ideen. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nein. Hier war der Kerkerraum. Noch ein bisschen Heu einstecken. Nein, danke. Genug Heu für heute. Noch ein bisschen Schacht. Nein. Dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Und Spot hatte ich auch schon in allen Formen versucht, da reinzuwerfen. Und ins Feuer, ins Heu zu feuern. Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Erst einmal soll er sich nützlich machen. Ja. Spot hat später noch Zeit, sich auszuruhen. Er ist ein. Und los, Spot. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askilia den Rauch sehen. Warum geht das jetzt? Ach, pfeif auf Askilia, bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Warum geht das jetzt? Warum ist hier ein Ventil? Ich fühle mich verärgert. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ihn doch schon mal darauf angesetzt als Feuerspot. Ach Mensch. War gut, dass es gefunden wurde. Hä? Na? Nicht nötig. Das habe ich bereits getan. Achso, ich habe ja noch den Schlüssel in der Hand. So.
Raum Ventil 4 im Gefängnis. Wir hätten das da hingelegt. Komm, Sedwick. Wir müssen weiter. Okay, wie sieht's aus? Uhuhu, wir haben Wasser. Warum auch immer. Probieren wir es nochmal. Stopp, Spot in Häppchen. Und jetzt. Was ist das? Ein Fahrstuhl? Mal sehen. Klapprige Konstruktion, kein Geländer zum Festhalten, morsche Bretter, zerbarstetes Zugseil, führt in schwindelerregende Höhe und wird von einem komplizierten Mechanismus angetrieben. Yeah. Dieser Fluchtweg scheint wie für mich gemacht zu sein. Ich will zurück in meine Zelle. Wir sollten rauffahren. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Ich auch nicht. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind noch weiter weg als vorher. Kann ich mit dem Aufzug auch wieder rauf und runter fahren? Mir wird ganz schwummerig, wenn ich bedenke, dass ich damit gefahren bin. Ich glaube, ich habe mir auf der Fahrt hier hoch auf die Zunge gebissen. Hoffentlich gibt das keine Entzündung. Versuchen wir mal damit zu fahren. Ich fahre da bestimmt nicht wieder runter. Ich bin heidenfroh, dass ich den Askil entkommen konnte. Okay, kein Aufzug. Heißt das, wir sind jetzt in Askil entkommen? Ist es vorbei? Kapitel 3 abgeschlossen? Sieht nicht so aus. Hey, Vögelchen! Ich mag Vögelchen. Garten. Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es könnte sich als schwierig erweisen, sie vom Beet zu vertreiben. Warum sollte ich sie vertreiben? Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Okay, schnapp sie dir einfach. Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Schnapp sie dir alle! Ash Ketchum. Ach nee, Sedwick. Der schnappt sich nicht. Garten. Hier wächst wohl gar nichts. Hey! War das etwa eine Anspielung auf meine Größe? Verdammt, es war keine. Nicht mal das habe ich mir drauf. Hey! Lass die Finger von meinem Kürbisbeet! Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich wollte jetzt erst greifen. Hey! Lass die Finger von meinem Kürbisbeet! Na gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Wäscheleine. Auf meinem Grabstein wird stehen, die Welt konnte er zwar nicht retten, dafür hat er sich einen guten Überblick über die Wäscheleinen der Umgebung verschafft. Okay, Hemd. XXXXS. Wie niedlich. Opas Hose. Mein Gott, wie kommt die hierher? Das ist doch schon wieder Opas Hose. Wie ist die denn hierher gekommen? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Wie bist du an diese Hose da drüben gekommen? Das ist tatsächlich eine komische Geschichte und etwas peinlich. Ich werde die Wahrheit wohl mit ins Grab nehmen. Und ich werde die Hose mitnehmen. Hey, lass die Finger von meiner Wäsche. Ich werde wohl mit diesem jungen Burschen hier sprechen müssen. Bahnhofswärter, wir sind an einem Bahnhof. Ah, das sind Gleise. Faszinierend. Wir sind an einem Bahnhof. Das hätte ich mal gar nicht gedacht. Garten, Weg zurück. Okay, Bahnhofswärter. Zeig dich. Ein schäbiger Typ. Kann ich ihn einstecken? Er würde bequem bei mir in die Tasche passen, aber ich habe Angst, dass er beißt. Na gut, dann reden wir erstmal mit ihm. Heda! Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Ich muss dringend nach Corona. Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Da kann ich über die Gleise laufen?
Welchen Weg nach Corona gibt es denn noch? Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Die Askel sind mir auf den Fersen. Ich muss rüber. Die Askel sind mir auf den Fersen. Die Askel sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Ich werde die Welt zerstören. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und? Wenn du mein Rat willst, Posaune ist nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Okay, ich mag den Kleinen jetzt irgendwie schon. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Alles ist furchtbar. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Ja, danke. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch, so wie du rumläufst. Also, ist noch was? Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Du sagst, es gibt einen Zug? Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Darf ich mir die Lok mal angucken? Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Hängt davon ab. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon etwas. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Also mehr als 5 Silberlinge wären da, wären mir das nicht wert. Also mehr als 5 Silberlinge wäre mir das nicht wert. So wenig nur? Nein. Dann kommt das nicht in Frage. 5 lumpige Silberlinge. Dafür könnte ich mir ja nicht einmal neue Abreißkarten kaufen. Ein Goldstück hätte ich dafür schon unter Umständen schon übrig. Ein Goldstück hätte ich dafür unter Umständen schon übrig. So wenig nur? Für einen Besuch in Maurice Majestätischem Eisenbahnmuseum? Das muss doch mehr wert sein. Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Woher kriege ich 10 Goldstücke? Für sowas Tolles würde ich sogar 10 Goldstücke bezahlen. Im Ernst? Du glaubst, die Leute würden so viel bezahlen, nur um eine ausrangierte Lok zu sehen? Es ist ja nicht irgendeine Lok. Sie fuhr immerhin nach Corona, nicht wahr? Es ist eine königliche Lok. Königlich? Das hieße ja, dass ich die ganze Zeit auf einer Goldgrube gesessen habe. Und du hast es nicht einmal gemerkt. Wie konnte ich nur so blind sein? Zum Glück hast du am Ende doch noch einen unfehlbaren Geschäftssinn bewiesen. Das kannst du aber laut sagen. Ich hätte ja fast die Chance meines Lebens verpasst. Kommt her, ihr Leute von fern und nah. Ab heute hat Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum geöffnet. Jetzt muss ich nur noch 10 Goldstücken finden. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar. Das macht 10 Goldstücke. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt. Eigentlich habe ich überhaupt kein Geld bei mir. Dann verzieh dich! Du blockierst den Eingang für die anderen Kunden. Welche anderen Kunden? Okay, wie läuft's mit dem Museum? Und? Wie läuft das Museum? Es war noch kein einziger Besucher da. Was mache ich nur falsch? Ich hätte da ein paar Ideen, was man besser machen könnte. Ich hätte da ein paar Ideen, was man verbessern könnte. Ach ja? Und warum sollte ich auf dich hören? Es ist ja nicht so, als wärst du mein Berater. Du könntest mich ja als Berater engagieren. Warum eigentlich nicht? Na gut, du bekommst 1 Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Also leg los, was empfiehlst du mir? Also du könntest mal die Preise senken? Du könntest die Preise senken. Niemals. Ein Besuch in Maurice Majestätischem Eisenbahnmuseum sollte einem schon 10 Goldstücke wert sein. Na gut, vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Vielleicht liegt es an den schlecht gelaunten Mitarbeitern. Glaubst du? Wenn ich mir dich so angucke, wahrscheinlich hast du recht. Du siehst aus, als wäre dir eine Maus über die Leber gelaufen. Du meinst eine Laus. Ich weiß, was ich gesagt habe. Was schlägst du vor? Solltest du einen Mitarbeiterrabatt einführen? Du solltest einen Mitarbeiterrabatt einführen. Ein Mitarbeiterrabatt? Kommt nicht in Frage. Warum denn nicht? Sieh es mal so. Du machst deine Mitarbeiter glücklich und bekommst trotzdem Geld von ihnen. Was? Hey, du hast recht. Diese Trottel. Alles Idioten. Ja. Okay, abgemacht. Mitarbeiter zahlen nur noch die Hälfte. Geht's noch weniger? Du solltest einen Clown einstellen? Du solltest einen Clown einstellen. Einen Clown?
Bist du verrückt geworden? Hey, ich kenne deine Belegschaft zufällig ziemlich gut. Ich will dir ja keine Angst machen. Aber wenn die nicht bald ein wenig Aufmunterung bekommen, dann könnte es einen Streik geben. Einen Streik? Yeah. Na gut, aber wo bekomme ich jetzt bloß einen Clown her? Du kannst den Job nicht selbst machen. Wieso? Bin ich zu Clown? Klein? Wann soll ich anfangen? Am besten gleich. Super. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Alles klar. Das heißt, wir werden jetzt schon bei 2 Goldstücken. Du solltest als erstes den schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Du solltest als erstes diesen schlecht gelaunten Geschäftsführer entlassen. Das geht nur 3 Monate zum Quartalsende. Ein Jammer. Ich fange schon wieder. Ach, die fangen sie schon wieder. Das denke ich auch. Ich werde einfach bei der nächsten Weihnachtsfeier eine motivierende Rede halten. Dann erledigt sich das Problem von ganz alleine. Gut, prima. Du solltest den Namen ändern. Du solltest den Namen ändern. Sollte ich das also? Unbedingt. Maurice Majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Wie wär's mit dem Maurice Medium Museum? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei es drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Was wären dann 3 Goldstücke? Tja, diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut. Das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nichts. Du musst einen Profi engagieren. Naja, na gut. Aber wo bekomme ich so jemanden her? Habe ich schon erwähnt, dass ich ein leidenschaftlicher Hobbygärtner bin? Ich könnte doch mal mein Glück versuchen. Du? Warum nicht? Oder siehst du hier noch jemanden? Ist ja schon gut. Wenn du es schaffst, die Vögel zu verscheuchen, bist du eingestellt. Als Gärtner bekommst du ein Goldstück am Tag. Aber wie gesagt, erst nach getaner Arbeit. Okay, wir sollten vielleicht nochmal über den Namen reden. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice Medium Museum. Das hat kein Pep. Was schlägst du vor? Wir nehmen das minimal. Mehr als ein Maurice Mini-Museum sehe ich hier nicht. Mini-Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Okay. Der Name wird geändert. Aber dann muss ich auch den Gärtner wieder entlassen. Das Gehalt wird eingezogen. Und die Wäsche kann dann auch wieder draußen hängen. Also entlasse ich den Wäscheboy. Und das Gehalt wird ebenfalls eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Ja, wir sollten den Namen doch wieder ändern. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice Mini... Was schlägst du vor? Wir nehmen das Medium erstmal. Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Ja, wir sollten jetzt nochmal den Wäscheboy abhängen. Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy einstellen. Dann erledige ich das für dich. Eigentlich kommt mir das ein wenig übertrieben vor. Ich wäre sicherlich das einzige Museum in der Umgebung, das seinen eigenen Wäscheboy hat. Andererseits kann ich mich ja auch nicht um alles kümmern. Na gut, sei es drum. Du bist eingestellt. Du bekommst ein Goldstück am Tag, aber erst nach getaner Arbeit. Okay, und wir werden nochmal die Vögel mit der Optik wählen. Diese Vögel im Vorgarten stören die Optik. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Na gut, das sehe ich ein. Aber was soll ich denn machen? Diese Mistviecher kommen einfach immer wieder. Es hilft nicht. Naja. Gut, kennen wir. Du? Warum? Ist ja schon gut, wenn du es schaffst als Gärtner. Aber wie gesagt, erst... Okay, mir fällt erstmal nichts ein. Wir sollten noch den Preis senken, aber das machen wir... Mir fällt erstmal nichts ein. Ha! Einen tollen Berater habe ich da. Du lässt dir lieber was einfallen oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Okay, ich habe keine Zeit mehr für diese Unterhaltung. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Ja, wir schnappen uns erstmal die Wäsche.
Muss ich das Hemd auch abhängen? Okay. Hemd und Hose. Können wir mit dem Knüppel die Vögel verjagen? Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Ich brauche eine bessere Idee, um sie langfristig vom Beet fernzuhalten. Oh, wir werden wahrscheinlich sowas wie eine Vogelscheuche bauen müssen. Der Knüppel hat ungefähr Maurice Größe. Du gestattest, Grubber. Passt. Kann ich den irgendwie aufstellen? Und jetzt die Kleider dran, oder? Den Vögeln scheint dieses Hemd suspekt zu sein. Sie haben offenbar Geschmack. So, Anni Knüppel knüppeln wir jetzt. Die Größe hat es schon mal, aber so würde es wohl kaum halten. Es fehlen die Ärmchen. Ärmchen? Wie können wir denn Ärmchen produzieren? Hier, Ärmchen auf Knüppel. Unser Knüppel. Ja! So, den kleiden wir noch ein. Mission erfüllt. Oh, bravo. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats-Plakette? Dein Dank ist mir Lohn genug. Wir schnappen uns noch die Wäscheleine. Haha. Und ja, in der nächsten Folge werden wir unseren Lohn einstreichen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.